Preview-Video vom Tier 8 mittleren Premium-Panzer Panzer 58 Mutz. Hierbei handelt es sich offiziell im Tech-Tree um einen Deutschen, ist er aber nicht, sondern eigentlich wäre es ein Schweizer. Da es aber die Nation Schweiz bzw. einen EU-Tech-Tree nicht gibt, hat er sich so gesehen zu uns verirrt. Hier die Bilder mal davon, aber wir sehen ihn natürlich gleich noch in Bewegung. Ich lese euch aber kurz was zur Geschichte vor. Nachdem die Schweiz bisher lediglich mit Kampffahrzeugen ausländischer Produktion ausgestattet war, zum Beispiel Jagdpanzer Hetzer, wurden im Jahr 1953 Gelder für die Entwicklung eines eigenen Kampfpanzers bewilligt. Der erste Prototyp war 1957 fertiggestellt und wurde als Panzer 58 bezeichnet. Als Hauptbewaffnung diente ja die 90mm Kanone, das ist übrigens genau die, die auch im Spiel dargestellt ist. Ein zweiter Prototyp führte eine englische 20-Pfünder Kanone. Weitere 10 Prototypen mit einer 105mm Kanone wurden dann zwischen 1960 und 1961 gefertigt. Aber wie gesagt, wir haben hier die mit der 90mm Kanone. Dann habe ich euch einen Wettbewerbsvergleich zusammengestellt mit den wichtigsten Wettbewerbern. Es gibt natürlich noch andere Tier 8 mittlere Premium-Panzer, die hier nicht aufgezeigt sind, wie zum Beispiel der Patton KR, der Super Pershing, T-34-3 und viele mehr. Allerdings wollte ich die nehmen, die entweder vom Kaufpreis oder vom Kauffaktor sehr nahe liegen, natürlich in dem Fall der Panther 8-8, weil es ein Deutscher und dann auch ein Crewtrainer wäre, oder vom Spielstil, da ist der AMX CDC eigentlich das sehr naheliegendste oder der STA 2. Wir gehen jetzt aber hier mal auf die wichtigsten Werte ein. Die DPM, da hat der Panzer 58 Mutz definitiv das Hintertreffen, weil er ist hier der schlechteste. Der Panther ist hier deutlich stärker, aber auch der CDC ist besser, der T-54 sowie der STA 2 ist hier der zweitbeste. Also da kann er nicht punkten. Punkten kann er wieder beim Durchschlag, weil da liegt er auf Augenhöhe mit dem CDC mit 212. Alle anderen sind dann schlechter, der Panther 203, 183 und 185 beim T-54 bzw. dem STA 2. Der Schaden, alle auf einem sehr gleichen Level mit 240, lediglich der T-54 mit 250 hier ein wenig besser. Feuerrate und die Nachladezeit sehen wir dann gleich im Video. Fluggeschwindigkeit, 1000 Meter in der Sekunde, da ist er der schnellste mit dem Panther und dem CDC zusammen. Der T-54 bzw. der STA-2 sind hier ein bisschen schlechter. Von der Führung der Granaten im Panzer 48 ist er auch der schlechteste bzw. halt Stopp, der zweitschlechteste. Der T-54 hat hier noch weniger Granaten, aber 48 sollte in der Regel auslangen. Die Zielzeit 2,21, da ist er im Mittelfeld, der STA 2 ist da der Beste, der CDC der Zweitbeste, dann kommt unser Panzer 58, gefolgt vom T-54 und der Schlechteste hier ist der Panther 8-8. Und ja, die Zielzeit ist natürlich ein wichtiges Thema für einen mittleren Panzer, genauso wie eigentlich auch die Genauigkeit. Und hier ist er wiederum zu den Schlechtesten gehörenden, zwar mit 0,35, da ist der Panther wiederum der Allerbeste, beziehungsweise der AMX CDC mit 0,33 ist da auch nicht schlecht. Der Richtwinkel nach oben sind 25 Grad, das seht ihr dann auch im Video, ist unglaublich viel. Und der Richtwinkel nach unten sind 10 Grad, das ist auf Augenhöhe mit CDC und STA 2 und 10 Grad sind wirklich super. Also damit kann man wirklich was anstellen. Die Geschwindigkeit liegt bei 50 km/h, lediglich der CDC ist hier schneller mit 57. Die Rückwärtsgeschwindigkeit fast bei allen gleich mit 20 km/h. Man sieht ja auch das Gewicht zur PS im Vergleich. 17,23 PS pro Tonne hat der Panzer 58 Mutz. Da ist lediglich der CDC besser und dann auch deutlich. Also das ist einfach ein ausschlaggebendes Kriterium für die Beschleunigung. Allerdings ist er besser als alle anderen sonst. Der Panther ist der schlechteste, der T-54 und der STA 2 sind ziemlich ähnlich. Also hier kann er punkten. Mit was er dann noch punkten kann, ist mit dem Bodenwiderstand. Da ist er mit 0,48, 0,67 und 1,34 bei allen der Beste. Sind natürlich noch nicht die finalen Werte. Es kann sich theoretisch immer noch was verändern, aber so wie er da derzeit dasteht, muss ich sagen, verhält er sich phänomenal. Also das seht ihr dann auch im Video, dass er da dementsprechend wirklich gut in Tritt kommt. Die Panzerung 90-30-40 mit die schlechteste bzw. halt die beste, Entschuldigung, weil da ist der Panther etwas schlechter, der CDC deutlich schlechter, nur der T-54 ist besser, aber auch der STA 2 ist schlechter.
beim Turm. Ähnliches Spiel, beziehungsweise da Panther und Panzer sehr ähnliches Level. Der CDC bleibt schlecht, wie er ist. Der T-54 überragt hier dann aber nochmal alle deutlich. Und der STR-2 mit 70, 60, 35 auch nochmal schlechter. Was ein Punkt ist, ist das Thema Hitpoints. 1300 beim Panzer, 1500 beim Panther, der CDC hat 1400. Der T-54 liegt wieder auf dem ähnlichen Level wie der Panzer. Und der STR-2 bei 1420 der zweitbeste. So, wir haben die wichtigsten Faktoren fast schon durch. Der Tarnwert ist leider hier noch nicht zu ersehen, also von dem her, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Die Feuerwahrscheinlichkeit mit 12%, dafür aber sehr angenehm gering. Die wenigste hier im Vergleich. Und ich denke, das ist auch dann schon das Wichtigste. Kommen wir hier jetzt noch, last but not least, zur Panzerung an sich. Und wir sehen hier den Panzer in seinem Panzerungsschema und sehen hier vorne natürlich die 80 mm, 89 und dann hier oben wird es dann schon aufgrund der Rundung ein bisschen spannender. Da wird es dann 130 bis 120, das ist absolut okay. Hier oben absolute Weak Spots, 50 mm, da kommt man dann leicht durch. Auch hier wird es dann dementsprechend um die Kanone, seht ihr 145 beziehungsweise 110 auch da, also er ist da nicht so schwer zu beschießen. Und auch hier oben Kommandantenkuppel und die anderen Aufbauten sind dann leicht zu durchdringen. Die Seite natürlich, also von dem her, bitte erwartet hier jetzt kein Panzerungsmonster. Wer das will, der sollte dann doch definitiv den T-54 nehmen. Nun aber genug von Zahlen, Daten und Fakten, jetzt schauen wir uns den Panzer mal im Spiel an. Gerade noch als Bild, beziehungsweise im Vergleich jetzt auch live zu sehen, der Panzer 58 Mutz. Willkommen. 1300 Struktur hat er, 600 PS Motorleistung, eine Endgeschwindigkeit von 50 km/h, die Wendegeschwindigkeit 45 Grad pro Sekunde, die Wannenpanzerung, wie schon angesprochen, 90, 30, 40, Turmpanzerung 120, 65, 40, der Standardschaden beträgt 180 bis 300, Standarddurchschlagskraft 159 bis 265 je nach RNG, Feuergeschwindigkeit 7,5, Turmdrehgeschwindigkeit 36 Grad pro Sekunde, Sichtweite 380 und die Funkreichweite 570. Ich fahre den mit Ansetzer, Richtantrieb und Lüftung zweiter Klasse. Die Optik vom Panzer. Sehen wir, dass noch nichts gemacht werden kann. Also der behält hier diese Tarnung. Wenn es sich aber wie verhält, wie beim Patton, dann ist es so, dass diese Tarnung gleichzeitig auch wiederum den Tarnbonus bringt. Also das heißt, trotzdem, dass ihr keine Tarnung draufhauen könnt, habt ihr immer den Tarnungsvorteil für jede Karte. Also von dem her sollte es wohl auch hier wieder so sein. Gut. Ansonsten 4 Besatzungsmitglieder. Der Kommandant, ein Richtschütze, ein Fahrer und ein Ladeschütze. Das, denke ich, langt schon aus der Garage. Jetzt wollen wir uns aber den mal wirklich live ansehen. Also, schieß mal los. Ja, da haben wir die Karte Charkov, fast reines Achtergefecht, wenn man mal die Artis außen vor lässt. Also von dem her mal gucken, was er hier so leisten kann. Und da sehen wir uns jetzt praktisch hier auch nochmal die Optik ein bisschen genauer an. Hier vorne mit dem Kennzeichen. Mit dem Bären. Ich hoffe, es soll ein Bär sein. Dass sowohl die Designer im Spiel als auch in der Realität haben hier wirklich ein schönes Stück Panzerstahl hingestellt. Also für mich definitiv ein schönes Ding. Aber nun genug dazu. Ich zeige euch auch hier im Stand mal ganz kurz die Neigung der Kanone. Wirklich phänomenal. Damit kann man arbeiten. Den Richtwinkel nach oben, wann man den unbedingt einsetzt. Naja, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Aber auf jeden Fall kann man hier schon damit was anfangen.
IS-3 hier vorne direkt aggressiv. Und wo ist da einer? Ist ja noch keiner. Den Jagdpanther da schon mal den ersten eine verpasst. Kommt der da nochmal rum oder hat er da nur sich gerade ein bisschen au. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Da ist der Tiger. Leider nicht gekettet. Aber da hat jemand anders ihn gekettet und jetzt halten wir ihn da hoffentlich fest. Und dann kann er da auch nichts mehr machen. Keine doofen Gedanken mehr, auf die er kommen kann. Der Richtbereich ist jetzt hier gerade natürlich nicht ausschlaggebend für die Runde, aber man sieht trotzdem schon ganz gut, zu was er imstande ist zu leisten. Weg ist er. Da hinten noch eine AFK. ISO. Oh, aber auf die habe ich keinen Bock, dass die mich jetzt gleich hier seitlich rausnimmt. Deswegen schieße ich da noch einmal drauf. Ne, ich schieße noch ein zweites Mal drauf. Weil auch so eine Credit-Ausbeute ist natürlich sehr wichtig. Und jetzt geht's zurück Richtung eigener Base. Weil da kann es noch verloren werden. Aber ihr seht da, STA 59 Patton, die sind alle schon ganz schön angetrümmelt. Schöner Snapshot. Ja, da hat er mich zwar noch gekettet, aber das soll keinen Abbruch tun. Da ist noch einer. Der Rheinmetall. Das heißt, in der Minute kommen wir da noch hin, weil wie gesagt, dafür ist er flink genug. Jetzt HE laden. Rheinmetall lieben HE-Granaten. Außer man trifft nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und jetzt ist er weg. Schöne Runde. War zwar flink beendet, aber wir haben ordentlich Schaden machen können. Und man hat doch gut was von ihm gesehen. Ich kann vielleicht eins unterm Strich sagen. Ich würde ihm eine Kaufempfehlung aussprechen. Weil ich bin ein großer Fan vom CDC und genau das mit dem Richtwinkel, der Geschwindigkeit und allem drum und dran, der liegt mir sehr gut. Und dementsprechend der Mutz geht genau in die gleiche Richtung. Und wenn man sagt, okay, man braucht einen Crewtrainer und man hätte gerne einen deutschen CDC, dann schlag zu. Was haben wir gemacht? 2662 Schaden, 925 XP Hammer und raus gab es für diese Runde 74.297. Ja, das war's dann von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich freue mich sehr darüber. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.